Meine heutige Mission: Reparatur meines Albums. Mir war doch tatsächlich die allerletzte Seite oben an der Bindung, also die Verbindung praktisch zu dem Buchrücken, eingerissen. Ja, und ehe das was noch weiterreißt, habe ich es natürlich mit Gewebeband stabilisiert. Und falls euch interessiert, was ich sonst noch damit angestellt habe, dann bleibt einfach dran. Ja, manchmal passieren sie dann doch, die Katastrophen, trotz aller Vorsicht. Ich musste jetzt Gewebeband hier dran kleben, weil mir hier hinten etwas aufgegangen war. Und das war mir dann doch etwas zu unsicher bei der vielen Arbeit, die ich mir jetzt schon gemacht habe, dass ich dann irgendwann Einzelteile habe. Das hier will ich jetzt benutzen, um das hier so drum zu geben. Und ich habe mir von Action gibt es diese Papiere, so Lederteile, so sieht das zumindest aus. Ich denke, das ist Kunststoff, aber ich habe mir gedacht, dieser Farbton passt vielleicht doch ganz gut hier zu meinen Kupferteilen, hier zu dem da und auch zu diesem Orange. Deswegen habe ich das genommen. Ich hätte noch dieses hier gehabt, aber ist mir zu glitzerig. Packe ich mal weg. Und ich habe die Hälfte durchgeschnitten. Also nicht die Hälfte, Quatsch. Dieses Maß hier, dieses hier, habe ich hier abgeschnitten. Und das sind nach dem hier so ca. 9,5 cm. Aber am besten ist es, wenn man es anlegt und sich mit dem Bleistift anzeichnet. Und dann habe ich es mit dem Hebelschneider geschnitten. Das ist relativ dünn und darum habe ich so mir gerade so überlegt, ob ich das nicht lieber, da das eh zu groß ist, hier noch ein bisschen verstärke, indem ich es ja hier doppelt verklebe. Ich hätte jetzt den hier, der klebt ja wohl irgendwie alles, und das hier ist Textilkleber. Ich nehme mal den Textilkleber und versuche mein Glück. Und ehrlich gesagt, ich habe den früher sehr häufig benutzt, aber in letzter Zeit weniger, weil der mir auch ein bisschen flüssig eigentlich ist. Und ich den anderen, den ich jetzt immer benutze, da brauche ich nicht immer so lange zu warten, bis der dann trocken ist. Ne? Na gut. Ich hoffe, dass er seine Arbeit verrichtet. Und weil ich kann jetzt hier schlecht noch Tape draufkleben, weil das ja ohnehin jetzt irgendwie feucht ist. Und es hält mit Sicherheit dann nicht. Ja, zumindest scheint der jetzt irgendwie anders anzuziehen. Ob der dann so wirklich dann der Kleber ist, der mir dann so gut gefallen würde am Ende. Ich weiß es nicht. Tja, Thema Pleiten, Pech und Pannen. So konnte es nämlich auch nicht bleiben. Ich habe dann hinterher noch den anderen Kleber genommen und die Abstände musste ich anpassen, weil das war jetzt nicht breit genug, um meinen Cover noch zu umschließen. Also ich meine die Buchbindung, den Buchrücken. Und ich habe das tatsächlich nochmal auseinandernehmen müssen. Ja, das war ein kleinerer Prozess, um dann wirklich die Abstände richtig zu ermitteln. Aber nun geht es weiter. Ich habe es jetzt ermittelt. Also so sollte es hier drüber passen. So. Und dann würde das genau bis hier das Leder dann sein. Ich musste das hier jetzt anders ausrichten, weil es ansonsten nicht wirklich gereicht hätte vom Abstand her. Da habe ich mich jetzt eben wohl voll vermessen, voll verhauen. Aber ja, was soll's, es ist ja noch früh genug. Ich habe es noch nicht an meinem Album befestigt, wo ich auch echt froh drüber bin. Und bin jetzt erleichtert, dass ich das hier noch ein bisschen austarieren kann. Was mich nur immer gerade wirklich erschreckt ist, dass das alles nicht wirklich hält.
Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich das wirklich hinkriege, wenn ich das jetzt, ja, präge und dann hier noch befestigen möchte. Aber so würde dann zumindest diese unschöne Stelle würde überdeckt sein. Und wenn man hier jetzt mit Brads oder so weiter arbeitet, dann müsste es doch eigentlich halten. Um es vorwegzunehmen, mit Brads habe ich nicht mehr gearbeitet. Stattdessen habe ich was anderes gemacht. Ja, ich weiß, ich habe mir viele Überlegungen gemacht, aber ich habe dann doch letztendlich diese Stanze hier benutzt und habe dann an dieser Kante diese Stanze eingesetzt. Und jetzt habe ich den Kleber hier, so ein All-Purpose-Glue, alles Kleber, da drunter gegeben. Und ich weiß, dass jetzt letztendlich der Kleber, der löst hier auch die Farbe von dem Leder oder was das hier ist, diesem Kunstleder leider Gottes an. Aber ja, was soll ich jetzt sagen? Dann ist das eben so, weil hier, wenn man genau hinguckt, dann sieht man das. Das ist dann unten drunter. Und jetzt will ich jetzt erstmal abwarten, dass das hier jetzt richtig klebt. Und dann will ich diese Seite nach vorne kleben. So, und jetzt habe ich mir gerade dieses Stück Papier noch zurechtgeschnitten. Das werde ich jetzt hier drauf kleben, falls man nach innen schaut, dass das da nicht so hervorlugt. Um ehrlich zu sein, es waren nicht nur optische Gründe. Dieses Kunststoffleder von Action ist sehr wabbelig und mir hat das einfach nicht so genügt. Darum habe ich mich noch entschieden, es zu verstärken, und zwar mit dem Papier. Und ich nehme jetzt auch diesen komischen Alleskleber und hoffe mal, dass das eine Verbindung eingeht mit diesem komischen Stück Leder oder was das ist. Also dieser Kleber, ich muss ganz ehrlich sagen, der stinkt. Also, ach ja, ich sag nichts dazu. Wenn er denn klebt und mir jetzt hier das Leben erleichtert, hier mit meinem Buch, dann ist es ja gut. Aber mein Lieblingskleber, glaube ich, wird es nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, warum der so chemisch riecht. Naja. Gut, gut. Also das ist jetzt nicht wirklich was, was man permanent sieht, aber naja, also ich habe mir so gedacht, dass es vielleicht eine gute Idee ist, trotzdem etwas hineinzugeben. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht bereue, weil sich das dann womöglich innen löst, aber ich hätte ganz gerne irgendwie so eine Art Buchrücken. Ja, hätte ich gern. Wenn meine Utensilien das alles so immer mitmachen würden, wäre auch ganz nett, ne? Tja. So, jetzt kommt hier vorne noch der Kleber hin. So. Und ah, ich glaube, ich muss das hier weiterziehen. Hier muss auch noch welcher hin, das ja bis ganz hier. Oh, der zieht Fäden, dieser Kleber. Oh, wie ätzend. Ist ja fast so wie Heißkleber. Mit der Heißklebepistole. So. Ich halte das jetzt hier fest. So, und da sollte er bleiben. So sollte das bleiben. Am Rücken selber befestige ich das nicht. Das hat einen Grund. Wenn ich das nämlich aufklappen will, dass das dann noch Spiel hat und dass das dann mir nicht zerbricht. Und das sind so Erfahrungswerte, die ich jetzt einfach schon habe, die ich auch beim Junk Journal erfahren habe. Und naja, da muss man ein bisschen gucken,
Und da ich nicht möchte, dass mir das jetzt hier auf meiner Glasplatte festklebt, lege ich mal dieses alte Tuch da drunter und bete, dass das hält. Also cool aussehen würde es. Da, sieht doch toll aus. Und naja, halten muss es, ne? Das wäre natürlich auch noch eine feine Sache. Ja, meine Idee war ja ursprünglich gewesen, hier noch Löcher wirklich reinzumachen und dann so Brads reinzustecken oder Eyelets oder sowas. Ja, Nur ehrlich gesagt, wäre mir schon ganz lieb, wenn das jetzt überhaupt hier irgendwie hält. Und so. Also da sieht man das, wenn ich das jetzt nämlich hier so aufmache, dass das dann auch noch diesen Spielraum braucht. Und deswegen ist das ganz gut, wenn man das hier nicht festklebt. Aber an diesen Stellen sollte es schon halten. Ja, ich kann nur hoffen, dass das auch so ist. Ansonsten müsste ich vielleicht hier und hier ein Loch machen und dann da ein Brad durchstecken, dass das etwas besser noch hält. Aber geben wir dem jetzt erstmal eine Weile, dass das Zeit hat, eine Verbindung mit dem Papier hier einzugehen. Das ist ja Mixed Media jetzt, weil ich habe verschiedene Materialien. Papier, das hier ist so eine Art Leder. Ich würde sagen, ein Kunststoffleder. Das ist natürlich nichts Echtes, aber trotz alledem natürlich eine andere Bindung, als die eigentlich vorgesehen war. Ist jetzt aus der Not heraus geboren, eine kleine Reparatur. Aber ich will ja auch zeigen, wenn mal was schief geht, wie man sich helfen kann und vielleicht auch noch zu einem schönen Ergebnis kommt. Und das finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Und ich habe nicht viel von diesem hier. Das ist ja nur noch das hier. Aber wäre natürlich auch toll, wenn man jetzt hier das irgendwie noch für einen Verschluss mit berücksichtigen könnte. Also, dass man hier so eine Art, nehmen wir mal an, man würde jetzt hier so ein Lederteil hier so machen mit Löchern drin und dann wie so eine Schnalle. Ne? Ja. Aber mir würde es schon reichen, wenn das hier jetzt hält. Also mit dem Gewebeband habe ich es schon stabilisiert, aber die Frage ist, wie lange? Gute Neuigkeiten. Also ich habe es über Nacht anziehen lassen. Ich habe es nicht mehr angefasst. Und ich bin begeistert. Es ist richtig stabil geworden. Der Kleber hat es mir gerettet. Und auch diese Konstruktion. Hier drunter ist jetzt Gewebeband und das wird jetzt auch das gut festhalten. Die letzte Seite wird mir jetzt nicht mehr abfallen. Und auch wenn ich das jetzt so in der Mitte hier zum Beispiel aufklappe, da sieht man dann, dass es wichtig ist, dass man dieses Band, ja Band ist es ja nicht, dieses Kunstleder, dass man das hinten nicht festklebt, damit man es noch bequem öffnen kann. Weil es könnte sein, dass es sonst einfach kaputt gegangen wäre. Also, meine heutige Mission ist geglückt. Ich bin glücklich und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, das hier mal mit anzusehen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch eine Anregung, wie ihr vielleicht ein kaputtes Album auch noch wieder reparieren könnt. Liebe Grüße, abonnieren bitte nicht vergessen, vielleicht ein Däumchen hoch und wir sehen uns dann hier bald mal wieder. Tschüss!